Was geht ab, Freunde, und willkommen zurück auf meinem Kanal. Wir machen weiter mit einer neuen Folge God of War Ragnarök. Vielen Dank, dass ihr wieder dabei seid. Und ja, wir machen weiter mit Kratos und werden jetzt erstmal Atreus suchen. Mal gucken, wo der sich hin teleportiert hat, kann man eigentlich gefühlt sagen. Er wollte den Wolf begraben gehen, den Fyndrir, der in der letzten Folge ja leider gestorben ist an, ja, keine Ahnung, Altersschwäche, würde ich jetzt einfach mal sagen. Ich weiß nicht, wir werden jetzt erstmal gucken. Du glaubst doch nicht, er hat trainiert, mitten in der Nacht. Ich habe es ihm vorgeschlagen. Wirklich? Wozu das denn? Er hat getrauert. Oh, Kratos, ich weiß, du bemühst dich. Ja, und einen sprechenden Kopf haben wir auch mit Mimir. Ja, jetzt weiß ich nicht mehr, wo ich stehen geblieben bin, weil Mimir mich unterbrochen hat. Na gut, wir gucken jetzt erstmal nach Atreus. Ich hoffe, der ist nicht zu weit weg. Ich weiß, er ist ganz sicher nicht hier reingekommen. Ja, ich weiß, Mimir, dass er nicht hier reingekommen ist. Man kann ja trotzdem sich mal umschauen. Ich meine, er ist ja jetzt nicht verboten. Ist jetzt kein Spiel wie jetzt The Quarry. Schon was anderes. Gucken, ich hoffe, er hat jetzt. Mal sehen. Spuren, die zum gefrorenen Fluss führen. Höchstwahrscheinlich hat er ihn dort begraben. Ich gehe jetzt einfach mal von aus, wir folgen einfach den Spuren. Das Feuer geht bald aus. Wo könnte er danach hingegangen sein? Okay, hier sind auf jeden Fall noch ein paar Knochenreste. Ah, die sind voll süß, oder? Also mal ganz ehrlich, die sind doch süß. Kann man nichts anderes sagen, als dass sie süß sind. Er kroch hier durch. Okay, ich dachte, man kann das kaputt machen. Vergangenheit. Fast jede Nacht. Ah, die schlimme alte Zeit. Hellas. Nein. Ich habe das Gefühl, Faye versucht mir etwas zu sagen. Soll das etwa heißen, du sprichst wieder mit Geistern, Bruder? Nein. Aber es ist mehr als bloße Erinnerung. Das ist richtig. Hat sich wirklich sehr, sehr nah angefühlt. Der Traum. Und wie gesagt, Kratos ist ja prinzipiell eigentlich, ja, Grieche, eigentlich Spartaner, um genau zu sagen. Halten Sie L gedrückt, um sie zu sprinten. Ich weiß, wie das geht, ja, aber ich muss jetzt hier nicht sprinten, wenn ich ein bisschen entspannt auch ein bisschen laufen kann, ein bisschen was erzählen kann. Wo ist der denn hingegangen? Ja, es war ja Kreis. Rede mit mir, Bruder. Die Spur endet hier. Und wir sind nicht allein. Oh Gott. Oh fuck. Ah, so ging das. Perfekt. Ich muss erstmal wieder reinkommen. Wie ging das denn mit dem Schild nochmal? Okay. Wie ging das mit dem Ausweichen? Ah, X, okay, ich muss jetzt mal reinkommen. Ist lange her. Wo ist der? Ah, da. Ich kann es hier viel zu... Von dir.
Ja, ich weiß ja. Oh, ich hab zu spät reagiert. Verfluchte Räuber! Sie dürften nicht so nah ran. Wir sollten nach dem Schutzsymbol sehen. Da vorne ist ein Baum, ja? Das heißt, hier vorne ist ein Baum. Irgendwo ist ein Baum. Geil, hier sind so viele Bäume, das tut schon weh. Alter. Auf jeden Fall muss ich das echt mal wieder lernen. Also, das ist Angriff, das ist weg. Kann ich mir irgendwie Lebensenergie ein bisschen wieder snacken? Oder... Ah, das ist natürlich auch ein, das hätte ich mir vielleicht mal früher wissen sollen. Ja, der war ein bisschen abgegradeter beim letzten Mal. Da ging das noch ein bisschen einfacher. Und? Du hattest recht. Das Symbol ist zerstört. Erklärt die Eindringlinge. Was ist hier passiert? Hier ist Blut. Boah, die haben Bären einfach zerlegt, Alter. Was ist denn hier los? Zerstört. Wir müssen Atreus finden. Ja, bei wilden Tieren und plündernden Räubern hat er sich vielleicht versteckt. Folge der Spur. Wir finden ihn. Nicht gut, auf jeden Fall. Nicht gut. Wir haben auf jeden Fall hier, so wie ich das verstanden habe, hat der ja die ganzen alles hier hinterlegt. Folgen wir mal der Schneespur. Ah, wir müssen drumherum. Wir müssen drumherum. Was heißt hier drumherum? Was ist denn das hier? Gucken, gucken. Jawohl, eine Kiste. Kisten. Werden wir nicht finden. Suchen wir diese Blutspur. Und da langen wir einfach rein. So, Hacksilber. Wichtig, 91 Stück. Das ist halt auch wichtig für uns, dass wir uns dann irgendwann noch ein bisschen upgraden können. Unsere Waffen, glaube ich, auch ein bisschen upgraden können. Aha, die Spur geht jenseits der Luft weiter. Räumst du den Weg frei? Weißt du, warum der Junge weggegangen sein könnte? Wir haben gestritten. Er wirft mir vor, mich für Odin zu verstecken. Tja, ist vernünftig, dich bedeckt zu halten. Du hast drei seiner Sippe getötet. Und er wird sich rächen. Genau darum muss Atreus lernen, alleine zu überleben. Ah, es geht um diese Prophezeiung. Nur wegen einem Bild bei den Riesen von deinem Tod auf einer Wand voller sonst korrekter Vorhersagen. Ich glaube nicht an Prophezeiungen. Tja, gut. Ja, genau, das war nämlich auch so ein Punkt, dass in der Prophezeiung... Das ist sehr viel Blut, Bruder. Wir müssen ihn finden. Das bei diesen Riesen war ein bisschen vorhergesagt, dass Kratos stirbt. Darum, wie gesagt, da ist halt die Angst bei vielen, auch bei mir, dass Kratos diesen Teil nicht überleben wird. Was natürlich sehr, sehr schlimm wäre, glaube ich. Ja, müssen wir mal gucken. Quicksilber, und der ist hier erfroren, eindeutig. Ja. Müssen wir mal gucken, wie das dann dieses Mal so ist, aber ja. Weil es gibt natürlich auf jeden Fall Sinn, sich vor Odin zu verstecken. Ich hätte jetzt auch keine Lust, den Zorn des Oberzwirn der nordischen Mythologie zu spüren. Auch wenn Kratos ja schon einiges anderes überlebt hat und Zeus weggehauen hat und Poseidon. Ich bin von Natur aus skeptisch, aber wir haben Dinge gesehen, die unerklärlich sind. Als klügster lebender Mensch muss ich also sagen, ich habe absolut keinen Schimmer. Oh no, der sieht nicht nett aus. Halten Sie Dreieck gedrückt, um die Axt mit Frost zu überziehen und damit den nächsten Nahkampf oder Distanzkampf zu verstärken. Okay, ja, und werf. Zurück. Und Schmiede gibt doch hart. Ey, jo, die greifen alle gegenseitig an, das ist total unfair. Haf.
Fick dich, so. Mann, geben die Derbe also. Schauen wir uns mal ein bisschen um. Halleluja. Sind die stärker geworden? Oh mein Gott, yo, was geht? Oh, man sollte... Wir kassieren ein bisschen. Wir müssen jetzt ein bisschen aufpassen, nicht gleich sterben oder so. Ja, man merkt, Philbur Winter ist ja sowas, was ja normal ist. Die, wenn man sich so ein bisschen mit der mit der nordischen Mythologie auseinandersetzt, ist halt so, dass der Philbur Winter kommt und dann kommt halt Ragnarök. Loki spielt da eine sehr große Rolle im Ragnarök und sollte wirklich, ja, man ihn, also Atreus als Loki bezeichnen, dann ja, wäre das schon, ja, was Interessantes. Ich dachte, man könnte durchwerfen. Es kommen zwei. Ups, den wollte ich nicht. Mann, wir kassieren so viel. Ah, hier ist Lebensenergie wichtig, weil wir haben echt zu viel kassiert, obwohl wir jetzt nicht so viel bekommen. Hier ist Feuer. Die Spur führt hier hoch. Wir müssen drumherum und ja, ja. Die Spur wieder aufnehmen. Logisch. Ja, aber da spielt Loki halt eine riesengroße Rolle. In diesem Philbur, in diesem ganzen Ragnarök-Gedöns, darum ja, könnte das auch eine große Rolle für Atreus gleich spielen. Und der ist auf jeden Fall hin, also. Meines Wissens stirbt Loki sogar im Ragnarök. Aber God of War schreibt ja manchmal auch ein bisschen aus seinen eigenen Geschichten, was ja jetzt nicht schlecht ist. Zu viele für einen Spektrum. In der Nähe muss ein Lager sein. Ich weiß, was du denkst, Bruder. Aber Atreus kommt allein zurecht. Du hast ihn gut gelehrt. Das sagt er auch immer. Ach, dafür kassieren wir hier langsam. Also finde ich, also im Moment. Bitte, da ist was, was uns auf jeden Fall ein bisschen Lebensenergie schenkt. Tor auf. Geschmiedetes Eisen und Hacksilber 126. Das ist nicht schlecht. Fackeln. Und die Spur führt in diese Höhle. Na, wir wissen, wo wir hingehen. Bestimmt können wir leise hineingelangen. Leise, Kratos. Also, ich mag Kratos, aber leise. Ey, wir können, wissen wir jetzt hin? Ich meine, wir könnten jetzt hier hin, aber da kommt man eh nicht hin. Also, leise und Kratos ist wie. Das funktioniert irgendwie nicht. Hast du die Wölfe vor diesen Räubern gerettet? Nein. Die sind noch nicht lange hier. Skin Elder, Heart of God, Gjond,
Sprinten Sie von einem Sprung, Vorsprung und drücken Sie in der Luft R1, um einen Tod von oben auszuüben. Das ist ja geil. Mach ich immer. Dem habe ich mal solide das Bein abgetrennt, muss ich ganz ehrlich sagen. Muss man jetzt auch mal ertragen. So. Ey, so ein bisschen Leben wäre halt echt gut, ne? Also sage ich so, wie es ist. Hacksilber ein bisschen. Die Blutspur führt dahin, da wollen wir jetzt erstmal nicht hin. Ne, da sind wir hergekommen. Okay. Wir sammeln hier. Da ist jemand dem Bären begegnet. Macht's angenehmer, sag ich so, wie es ist. Oh. Distanz ist halt echt besser mit der Waffe. Ich hoffe, er kriegt wieder seine Klingen. Das wäre nämlich eine 10 von 10. Wenn er die nämlich kriegt, kann man noch ein bisschen mehr auf Nahkampf gehen, aber mit der Waffe ist halt einfach weiter weg besser. So, ein bisschen mehr Lebensenergie. Da geht es nee, nicht lang, oder? Kann ich hier hoch? Ah. Wir machen alles kaputt. So war Kratos früher. Wie gesagt, er ist 4 Runde geworden. Ich werde ein bisschen hoch. Okay. Noch ein Räuber. Von links. So, den haben wir. So, die erledigt. Und dann gehen wir mal hier zur... Hallo? Kann man die nicht aufmachen? Also ich hab hier so ein... Sieht aber irgendwie nicht zu aus. Ich gehe nochmal weg, gehe nochmal hin. Ist sie zu? Na, anscheinend können wir da nicht ran. Vielleicht fehlt uns da irgendetwas. Na gut. Hoch geht's. So, bin ich jetzt irgendwie blöd oder... Ah, hier ist noch ein... Mann, Alter! Atreus, bist du hier? Ist doch besser so. Suchen wir einen Weg hinaus. Jetzt können wir die aufmachen. Die Spur führt wieder heraus. Wir müssen hoch, um sie wiederzufinden. Mann. Das ist ja ein halber Parcours. Atreus hier Schutz suchen und ist weitergezogen, als er die Räuber sah. Und der Bär ist hinterhergerannt. Er hat ganz schön gewütet, das muss ich sagen.
Du glaubst, der Bär hat Atreus verfolgt? Tja, oder der Bär war verletzt und Atreus ist ihm gefolgt, um zu helfen. Du kennst ihn. Und da sind wir auf jeden Fall raus. Mal gucken. Oh, das ist der Bär. Scheiße. Nein, 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 lass Kratos in Ruhe. Wir haben den Bären gefunden. Und er uns. Oh mein Gott, der ist ja böse drauf. Der ist Björn? Der ist einfach Björn. Okay, wir müssen. Oh, der fickt mich hier richtig. In den Arsch! Da kommt der! Alter, der geht aber mal. Ich muss hier weg. Oh mein Gott. Der kann ja. Okay, das bringt überhaupt nichts, auf den drauf zu gehen. Okay, wir haben fast nichts mehr. Ich muss irgendwie an dieses Ding rankommen. Wo ist das Teil? Wo ist das Teil? Wo ist das Teil? Oh mein Gott, das ist hier. Das stört ihn halt gefühlt überhaupt nicht. Okay, jetzt haben wir gerade irgendwie überlebt. Wo sind die? Ja, das ist Kratos, wenn er wütend wird. Und Kratos ist. Mann, er ist einfach nur gerade.
Mensch, Björn, bleib doch mal ruhig! Oh, der hat mich daneben geworfen. Geh weg! Oh mein Gott, er bleibt einfach vorne stehen, Glück gehabt! Lass mich los, du Vieh! Nicht so gut, ich habe gerade wieder was geholt. Ah, nicht gut, nicht gut, nicht gut, nicht gut. Ey, lass mich los. Ah, ich habe mich kreis gedrückt. Oh, ich brauche unbedingt ein bisschen Medizin. Für rechts von mir. Wieso wirft er durch ihn durch? Was? Auf ihn! Er ist angeschlagen, Bruder! Was? Er ist angeschlagen, Bruder, und dann wird er fast durcheinander durchgesiebt. Lass Mimi in Ruhe. Komm, Kratos. Boah. Passiert. Du erinnerst dich nicht. Ich begrub Fenrir. Keine Ahnung. Ich war so traurig. Und dann war ich wütend. Dann ängstlich. Und dann bin ich. Da war ein Bär. Er griff an und ich habe mich gewehrt.
war wohl ein Traum. Deine Gefühle haben dich verwandelt. Ich wusste nicht, dass ich das kann. Du hast gar nichts getan. Es kam über dich. Deshalb dürfen wir dein Training nicht abbrechen. Wir wissen nicht, was deine Fähigkeiten können. Sie sind gefährlich. Ohne Disziplin und Kontrolle. Ich weiß genug über Disziplin. Ich brauche mehr als das. Antworten. Antworten, die du nicht hast. Antworten, die nur deine Mutter hatte. Und die sie verschwieg. Was, wenn uns jemand helfen könnte? Jemand, der unsere Fragen zu den Riesen beantwortet. Und wer Loki sein soll. Atreus. Sollten wir nicht verstehen, wozu ich werde? Atreus! Hör mir zu. Ich hätte dich töten können. Bis du es kontrollieren kannst, gehen wir keinerlei Risiken ein. Nichts tun ist auch ein Risiko. Hast du mich gelehrt? Hör einmal auf, wie ein Vater zu denken und denk wie ein General. Nein! Ja, also Atreus als Bär war schon sehr, sehr interessant und der hat es auch ganz schön in sich gehabt. Also ist nicht so, dass er jetzt irgendwie nichts konnte. Also da war er schon sehr, sehr stark. Der Björn. Zum Bären geworden ist. Ja, tun wir das? Nicht jetzt. Wir müssen das Schutzsymbol reparieren und heimkehren. Was ist mit dem Schutzsymbol passiert? Nur du. Gibst du mir die Schuld? Ich geb dir keine Schuld, Atreus. Tja, klingt aber anders. Ja, und ich verstehe auf jeden Fall Kratos, dass er sagt, nein, der Junge kommt hier nicht einfach mal raus. Drücken Sie Viereck, um einen Begleiter angreifen zu lassen. Pfeile bewirken zusätzliche Betäubungen, laden sich mit der Zeit wieder auf. Die Anzahl der Pfeile steht unten rechts in der Ecke. Drei? Jetzt! Nächster! Vorsicht, Feuer! Rechte Seite! Warte! Atreus ist besser als wir. Also Junge, gibt es neben deiner Gabe der Sprache und dem Hören der Gedanken von Kreaturen noch andere neue magische Fähigkeiten zu erwähnen? Nicht wirklich. Was ist mit Fenrir? Was ist mit ihm? Als er starb, hast du gezaubert. Nein, habe ich nicht. Aber da war Licht. Ich weiß nicht, wovon du redest. Vielleicht eine Fimbulwinter-Täuschung. Kenne ich auch. Nein, das war keine Täuschung. Und da kam blaues Licht aus dem Wolf raus. Aber gut, der Sache. Wir machen in der nächsten Folge weiter. Gucken mal, wo die Kräfte von Atreus noch so weiter hingehen. Und dann werden wir auch versuchen, das Symbol wieder hinzukriegen, dass da jetzt nicht mehr so viele Liebe da reinkommen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Danke fürs Zusehen und tschüss.